Hier ist die Harke, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Jörg Nierzwicki und dies sind die Themen für Sonntag, den 2. Juli. Der Orientierungsmarsch bildete den letzten Wettbewerb im Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehren, bevor am Sonntag die Abschlussveranstaltung ansteht. Der Bundeswehrstandort in Langendamm feiert in diesem Jahr das 60-jährige Bestehen. In dieser Zeit hat sich die Kaserne vor allem technisch stark verändert. Auch wenn das Wetter derzeit nicht gerade dazu einlädt, hoffen die Freibäder im Landkreis auf Besucher in den Ferien. Die Harke präsentiert am kommenden Samstag wieder das Rendezvous am Wall. Mit dabei ist dieses Mal eine Depeche Mode Coverband. Zum Sport. Als gutes Pflaster erwies sich die Tennisanlage des HTV Hannover für das Husumer Talent Tjark Kunkel. Bei den Jugendmeisterschaften des Niedersächsischen Tennisverbands sicherte er sich sowohl im Einzel als auch im Doppel den Landesmeistertitel der Altersklasse U12. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Harke am Sonntag oder unter www.dieharke.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter der Quellenangabe Die Harke weiterverbreitet werden.